Gut. Hallo und willkommen zum Rampenbausimulator 5000 an der Stelle. Auch wir zurück bei, ja, das ist irgendwie schief gelaufen. Das ist eine große Flickenklatsche. Wenn die zugeht, wird sie Ja, ich dünner. meine, die Kugeln sind zusammengeklappt, ne? Schau. Was das mich fragt, warum hast du das geschafft, dass die kehrt eigentlich in ein Flugzeug, also in ein Raumschiff? Wie schaffst du das, dass du außerhalb von einem Raumschiff baust? Keine Ahnung, er hat es gemacht, sagen wir es mal einfach so. Cool. Na, jetzt. Jetzt. Okay. Na gut. Naja, ich meine, ist schon irgendwie cool, ne? Aber. Wir bauen eine große Fliegenklatsche. Tja. So, pass auf. Das war nicht unbedingt das, was ich wollte, aber es erfüllt seinen Zweck, würde ich mal so sagen. Okay. So, also wir hatten einen Überfall. Oh ja. Muss gerade das Spiel nochmal leiser machen. Solltet mir hier so wieder so pervers in die Ohren rein. Hangertüren, Treppen und Fenster sind schon da, gell? Haben wir keinen Strom mehr? Weißt du, wieso? Weil die Tür hier nicht mehr automatisch auf und zu geht. Yep, der Strom ist aus. Strom ist aus, warum? Ich habe keine Ahnung, aber er ist aus. Hat bitte wer einen Strom ausgeschalten? Oh, ich weiß, woran das liegt. Das liegt daran, dass meine tolle Treppe hier vorne wahrscheinlich den ganzen Strom wegnimmt, weißt du? Na, was? Ihr habt Strom wieder eingeschaltet, weil der Strom aus war. Dann möglicherweise, ja. Ich hab keine Ahnung. Ich war nicht dran. Kannst du das bitte wieder abbauen? Nee, ich finde das cool. Ich lasse das so. Okay. Freunde, also Wo bist du Alea, denn? wenn wieder mit der Strom bist, dann. Ist egal. Dort irgendwo hin, wo nichts ist, am Boden oder so, ne? Zum Beispiel. Dann drückst du die Tabulator-Taste. Hallo? 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 Wer Ist Hallo, wie die Tabulator-Taste drücken? Jetzt müsst ihr wissen, was ist die Tabulator-Taste, oder? ist das dein Ernst? Du musst jetzt, Ach glaubst so. wirklich, Alea, erklären zu müssen, was die Tabulator-Taste Nein, ist. wenn Sie. Ja, weiß ich nicht, wenn Sie sich nicht rede, was sind? Bist Also. du bei mir, Alea? Okay. Dann hier auf die Rampe drauf. Warte, ich zeige euch Dann das mal. Tabulator-Taste einschalten, das rechts oberste Symbol ist die Steuerkonsole. Fest mit dem Motorrad auf die Rampe. Ja. Und da geht es in der Mitte, es ist allgemein und da steht Power. Der muss grün sein. So, Also da komme steig's ich gerade aus. nicht rein, weil du drin bist. So, probier nochmal. Dann drückst du F. Ja. Und das muss grün sein und dann ist für die ganze Basis eingeschaltet. Gell? Interessant. Passt. Ja, völlig sinnlos. Ist doch scheiße, oder? Was? Was ist? Völlig sinnlos. Ich meine, es war offensichtlich die falsche, aber auf der anderen Seite sieht irgendwie sehr cool aus, oder? Um was Du geht's fährst denn? dann hier auf die Rampe drauf. Warte, ich zeig euch das mal, wie geil das jetzt ist. Symbolisiert die Steuerkonsole. So, fährst mit dem Motorrad auf die Rampe. Und da geht's in der Mitte, es ist allgemein und da steht Power. Der muss grün sein. So, Also da steig's komme ich gerade aus. rein, weil du drin bist. So, probier nochmal. Und dann drückst du F. Ja. Und schon hat man das Ganze auf ein Level. Interessant. Ja, völlig sinnlos, Ist doch oder? scheiße, oder? Das ist völlig sinnlos. Ich meine, es war offensichtlich die falsche, aber auf der anderen Seite, sie sieht irgendwie sehr cool aus, oder? Was geht's denn? Um seine schöne Treppe. Rungschanze gebaut. Ich bin einfach verliebt in meine Treppe gerade ein bisschen. Ein bisschen in Amour, weißt du? Ja, los, wenn es dir gefällt, warum nicht? Warum geht das nicht? Dirk? Ja. Was zur Zeit, dann zeige ich dir was. Da hat doch schon jemand Pflanzkübel gebaut.
Kommst du mir mit? Du fährst einfach hier hoch und dann musst du halt hier noch eine zu bauen. Ja, Problem ist, das Turm kriege ich irgendwie nicht eingebaut. Das weiß ich nicht, warum. Ist das zu groß? Treibstoffcontainer baut. Das Tor ist zu groß. Wenn es da reinschaust, die müssen. Was ist hier bei 100% sein oder so, ne? Viel größer. Ja, fast. Viel, ja, viel genau. Größer. Die kann man mit diesen Pellets befüllen. Mit diesen blauen Einheiten. Pass auf, wie heißt denn die? Da, wenn man raufgeht, müsste man welche haben im. In der Ausgabe, genau. Kraftstoffzelle Prometheum. Schau mal rechts rein. In der rechten Kanister. Und den muss man nur befüllen und dann hat man länger Strom. Okay? Okay. Hast du weh getan? Ja. Das wird dir dann nur zeigen, gell? Also wir müssen hier mit diesen Fingern sollte im Prinzip einmal reichen, gell? Achso, haben wir Reparaturstation? Ich sehe schon, das wird gebogen, das ist wieder Herzallergie. Wie repariert man die Rüstung wieder? Ja, das würde ich gerade sagen, also Reparaturstation machen. Jetzt haben wir das mit dem Video nicht gemacht. Mal gucken, ob es jetzt passt. Ein Kontrast muss ich ein bisschen. Also Helligkeit muss ich ein bisschen aufschalten, gell, haben wir gesagt. Okay, da brauche ich also nochmal zwei Rampen und das. Es ist schon ein sehr großes Tor zugegeben. Deine Frage war? Wie ich die Rüstung repariere. Ah ja, genau. Ja, dann schauen wir rein in den Konstruktor und dann baust eine Rüstungskammer. Kannst du sehen? Nein. Jetzt, sagen wir mal so, ist es sehr groß. Es ist wirklich sehr, sehr groß. Und dann schaust du, ich glaube, das ist unter. Ich gehe nicht umsonst so weit zurück, weißt du? Denk mal. Guck mal her. Okay. Warte, ich leg's mal hin. Wie heißt denn die Style? Ah, da haben wir das. Na, das ist deine Blödsinn. Wahrscheinlich kann ich das noch nicht bauen. Wir müssen das Loch noch wesentlich vergrößern. Okay. Ich muss nur selber schauen, wie du Style hast. Bist du eigentlich bescheuert? Es stand ja nicht dran, wie groß es ist, oder? Und wie dreht man die Scheiße? Ja, kann man. Ventilator. Ich weiß doch, dass es die gibt. Wo ich doch zuerst gerade gesehen. Du bist doch bescheuert. Meinst du, das ist etwas überdimensioniert? Nicht nur etwas. Das ist ein wenig. Das ist riesig. Das ist viel zu viel, was ja, Lichter, Klonkammer, das ist der Startpunkt. Das ist jetzt gebaut, jetzt wird es auch eingebaut. Was hat er? Du hast so nicht mehr alle, weißt du eigentlich? Treibstoff. Komm, jeden Tag von dir gesagt. Da war ich. Das war die falsche Waffe. Die sehen doch alle gleich aus. Das stimmt wohl. Da, brauchen wir es nochmal. Ah doch, Reparaturstation, so heißt sie. Reparaturstation. Was bei Zaskosium-Legierung braucht man. Und wer ist das? Oder? Stromspule. Zaskosium, da braucht man eigenes Erz dazu. Aber kennen wir nicht. Aber man kann das kaufen. Ne, können wir dabei noch nicht bauen. Ja, das bin ich. Also ich habe jetzt nochmal 15 Fleisch gemacht, ne? Also ihr könnt euch voll essen. Dankeschön. Wir werden Hunger. Oh, ich glaube, wir werden wieder angegriffen. Nö. Ja, weil das Ding geschossen hat. Ja, ich weiß, aber es war ein Bug. Ah, das dauert dann. Hab ich dir eigentlich schon gesagt, dass du sie. Warte, lass das. Ganz. Mach der da von unten. Hä? Der macht alles kaputt. Ja, hast du eine Ahnung, was für ein schießendes Riesentor der da einbauen will? Alter Schwede. Gib mal das Tor zurück. Das ist ja nicht
nicht besser, wenn man irgendwie guckt, dass man auch Schutz hat? Dass man was hat? Bisschen Schutz noch hat, falls die komischen Dinger da wiederkommen. Ich baue gerade Munition. Ja, deswegen arbeite ich ja gerade dran, ne? Mach mal gerade. Weil ich guck gerade, wie ich noch Betonscheiben mache. Haben wir noch ja, Beton? Hab ich schon längst hingelegt. Ja, wo denn? Wo? Weiter. Dann würde ich den Rest nämlich weiter hier rumbauen. Machst du mal 100 Betonblöcke oben an der Maschine leer. Okay. Danke. Wenn nicht alle besetzt wären. Hier reinigt das Wasser. Aber haben wir das verloren? Nee, das muss schon da sein, gell? Wen hast du verloren? Reinigt das Wasser. Wasserkanister, pass auf, dann dammert. Ich gebe zu, ist es wirklich zu groß, Alea. Du hast gewonnen. Dammert, so, ja. Oh! Das höre ich doch gern. Was willst du für Blöcke? Betonblöcke? Ja, 100 Betonblöcke. Reinigt das Wasser. So, wir haben jetzt ein anderes Tor, finde ich, als das, was ich jetzt habe. Das muss schon da sein, gell? Wen hast du verloren? Gereinigtes Wasser. Wasserkanister, pass auf, dann dammert. Ich gebe zu, ist es wirklich zu groß, Alea. Du hast gewonnen. Dammert, so, ja. Oh, das höre ich doch gern. Alter Schwede. Ja, natürlich. Ist der jetzt wer gestorben? Nö. Doch nicht, ne? So, ich produziere gerade gereinigtes Wasser. Und dann können wir nämlich diese Pflanzendinger da machen. Dirk. Ja. Warum heißt das denn Cockpit? Ja, das ist okay. Ah, das ist schon das richtige Tor. Man kann halt die Größe verändern, sehe ich gerade. Oh, Papa! Ja, das tut's ab und zu mal mit der Größe zu verändern, da hast du recht. Ja, ja, dann hat man ein ordentliches Cockpit. Guck mal, da kann man das auch so groß bauen. Kann man bitte was sagen, wo mein Wasserkanister ist? Da ist okay. Aber ehrlich gesagt war das die kleinste Version. Das ist nicht die kleinste Version. Ja, natürlich. Bist du eigentlich komplett bescheuert? Ist der jetzt wer gestorben? Nö. Doch nicht, ne? Er hat sich nochmal wieder wehgetan. So, ich produziere gerade gereinigtes Wasser. Und dann können wir nämlich diese Pflanzendinger da machen. Dirk. Ja. Ich nehme doch das große Tor. Ich finde kein kleineres. Wieso? Du müsstest ja nicht kleiner dabei sein. Achso, für also dieses Hangar-Tor ist das, gell? Mhm. Ja, das sieht einfach cool aus. Ja, das war das total ist überdimensioniert, aber es sieht cool aus. Ja, macht nichts. Das ist halt, weißt du, ich habe einen kleinen Penis. Was? Ja, natürlich, sonst bräuchte ich ja nicht so ein großes Tor. Das ist halt wie SUV fahren, das macht man auch nur, wenn man einen kleinen Penis hat. Oh, jetzt habe ich mir böse. Oh, komm, böse Kommentare. Oh, das ist ja auch heraus. Jetzt kannst du haben. So, pass auf, jetzt hol ich da mal gereinigtes Wasser rein dann. Jetzt müsste die Pflanzenkübel auch schon gehen. Weißt du was, das ist aber Papa, blöd, dass du nicht während der kaputt macht reparieren kann. Achso, Nährlösung. Ich finde das aber zu hoch, das... Was denn? Hangar. Achso, das ist groß, ja. Alea, du stehst im Weg. Na? Das funktioniert aber so nicht. Das ist zu tief. Scheiße. Hast recht. Was soll ich sagen? Du hast recht. Okay. Das ist also definitiv die falsche Rampe. Ist das sicher? Kannst du die nicht auch kleiner machen? Was hast denn du da?
Er geht auf den Laserstrahl. Warten, Laserstrahl. Es gibt auch andere Rampen. Ich versuche mal die, wie die dann so abgeht. Nicht alle Ressourcen verbrauchen. Nee, ich habe den anderen Auftrag ja abgebrochen. Außerdem, wenn ich das ja abbreche, werden die Ressourcen wieder hergestellt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist genau das Richtige. Guck, klappst das Ding hoch und stehst oben auf die Kante. Du kannst es auch super als Aufzug benutzen, weißt du? Als Auszug. Als Aufzug. Nee, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so, was weiß ich, fährst mit dem Motorrad, fährst hier lang, ja? Guck. Ja. So, fährst mit dem Motorrad hier lang. Passt nicht. Stellst das Ding ab und fährst es halb hoch und kannst dann hier oben weiterfahren. Also wenn du zum Beispiel irgendwie mal Bock hast über die... Ne? Und dann fährst du weiter, siehst du? Das ist gut, aber du hättest das Ding tiefer machen müssen, damit du auch durchkommst. Meinst du? Nein. Nein. Ah, okay. Ist ja gut, ich brech's ja wieder ab. Das war eine Scheiße. Soll ich denn jetzt wirklich aus den Holzbrettern Holz machen, oder? Holzbretter machen, oder? Weil ich hab hier ja jetzt 70 reingelegt. Ne, lass doch mal. Machen wir mal diese Pflanzenkübel, weil ich lege jetzt nämlich gerade den... Ich guck gerade, wie ich die Pflanzenkübel baue. Ja, warte ein bisschen, ich habe jetzt gerade diese Sachen jetzt mal zusammen... Wurde, es ist das Tor ja eigentlich so tief, jetzt brauchen wir eigentlich gar keine Rampe mehr, oder? Machen wir uns mal so... So, hier ist der schnell Nährlösungen. Den lege ich jetzt so geschwind da oben rauf. Nährlösungen. Und jetzt müsste man eigentlich... Schau mal, ob du jetzt bauen kannst, diese Pflanzenkübel. Naja, reinkommt man aber nicht. Geht schon? Dirk? Nein, da kann ich nichts bauen. Die Patronen sind fast fertig. Warte, bist du hier? Ich schau mal, was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Pflanzenkübel. Oh, hier ist ein Loch. Ah, so, die Pflanzenbeete gehen schon. Wer hat denn das hier gebaut, dass der Generator hier aus dem Decke raus... Den kannst du aus Holz bauen oder aus Beton, wie du magst, Dirk. Ich kann ihn gar nicht sowas bauen, weil ich finde ihn gar nicht. Der ist in der zweiten Reiter bei Baublöcke ganz unten. Pflanzenbeete, so heißen die. Ach, da unten. Mhm. Eigentlich reicht schon Holz, ne? Ja, wenn wir genug Holz haben, machen wir es aus Holz, klar. Sicher. Ne, wir haben auch Beton. Also... Mir ist das egal. Was her? Machen wir es einheitlich halt. Machen wir es halt aus Beton, oder? Weil Holz geht ja viel schneller als Beton zusammen, oder? Ne, aber Holz wächst nicht nach. Achso, na ja gut, Beton auch nicht. Also wie du magst, machen wir es aus Holz. Passt schon. Gell? So, ich hab mal 10 gemacht, aber es dauert noch, bis das andere durch ist. Ja. Betonblöcke. Du magst mein Brokkoli. Reparier dich gerade. So, ich möchte euch nur sagen, wir haben jetzt ungefähr für unsere Waffen 6250 Schuss Munition. Aber wenig, ne? Nein, das reicht aber einmal. Ich bin mir da unsicher. Jetzt habe ich ein bisschen was habe ich gemacht jetzt, ne? Okay. Ja, so schießt ja durch die Wand. Achso, Pflanzenkübel. Dann machen wir das einmal zurück. Passt schon. Ich hatte eigentlich auch mal zwei, Treppen gebaut. Keine Langsachen. Ich weiß, es hört sich sehr unwahrscheinlich an, aber ich weiß nicht. Also ich baue die jetzt hier vorne irgendwo hin. Nee, warte ein bisschen. Oder im Wasser. Wenn ich die aber ins Wasser baue, braucht man sie nie zu gießen. Das glaube ich jetzt nicht so. Aber ja, bau. Ja, soll ich mir am Wasser bauen oder soll ich... Wo du magst. Wo soll ich du nicht im Wasser bauen? Wo du magst. Allore, Aloe Vera. Aloe Vera Keim. Aloe, ich bring's nicht aus, Aloe Vera. Allora mia. Die bringen Kräuterblätter, das ist, wozu haben wir es braucht? Für die Vergiftungen, gell? Die Bammer.
1, 2, 3. Das ist cool. 4, 5, 6. Also brauchen wir noch 12 Glasscheiben. Okay. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Nahrung. Ein bisschen Nahrung, was nehmen wir denn da? Mais. Pflanzenprotein. Ich glaube, das ist ganz gut, gell? Pflanzenprotein. Da braucht man 3 Pflanzenprotein. Wo kriegen wir jetzt Pflanzenprotein her? Du musst essen Brokkoli. Du musst essen Brokkoli. Warum? Ach nur, ist gesund. Was ist denn Brokkoli? Nee, nicht Brokkoli. Brokkoli ist auch gut. So. Also da ist die Mauer auf jeden Fall schon mal gut. Also ich hab definitiv kein Holz mehr, warum auch immer. Ich hab doch 70 Holz da reingelegt. Ich hab's nicht brauchen können. Nimmt das dich automatisch hier raus? Wer denn? Wenn du was produzierst, schon, ja? Wahrscheinlich hast du nicht genug Wasser gemacht. Nee. So viel zu machen. Schau, das Wasser ist jetzt... Ach so, du meinst, das ist destillierte Wasser? Da muss ich das nochmal abbrechen. Oder was meinst du? Ja, es ist gut, mal, wir haben jetzt 8 von den ich Dingern. Ich brauche 2 Treppen. Welchen Dingern? Ja, 8 von den Pflanzenkübeln. 8, okay, super. Kriegst von mir gleich 8 Pflanzen. Was brauchst du? Und die verkaufe ich dann. Die verkaufst du, die musst du dann ernten und die kann man rauchen. Ja. Kannst du hier hinbauen? So, komm, du weiter. Zwei. Eine hier und noch jetzt. Eine da oben. Kannst du hier hinbauen? So, pass auf. Wo ist jetzt das? Das muss jetzt. Da ist es da drin? Ist egal, was du weißt. 3. Kannst du bitte noch bauen? Nee, da ist es nicht. Wo ist denn das Zeugs? Wo ist denn das Zeugs? Wo ist denn das Zeugs? Da ist es. Dirk. Also 5 Im Kühlschrank sind Aloe Vera Keime. 8 Stück. Aloe Vera Keime. Die sind jetzt auch da. Die kannst du in den Pflanzenkübel reinstecken. Darf ich den reinstecken? Ja. Ich schau mir das auch an, wie du das machst. Nein, bitte nicht. Sicher. Wie schaut's denn da aus? Keine Energie. Achso, ja gut, da kommt man ja. Haben wir ja. Die Geheimgelüste des Max G. Was ist? Ja. Ich wollte es hier ihm zuschauen, wie er Pflanzen reinsteckt. Ja. Das sind die geheimen Gelüste. Das sind ja. Okay. Achso, du hast das so hoch hingestellt. Na gut, warum nicht? Ja, ich küsse nicht tiefer. Schon, du musst ja Loch haben vorher. Achso, ja, egal. Kommst auch dran. Ja, kann man ja rundherum nur so was bauen. Wir sind das jetzt 8, oder? Cool. Ja. Cool. Was ist. Reparier dich. So, bist repariert, Ronny. Danke. Pass auf, der ist noch ein bisschen krumm da, also ich repariere den auch noch. Wie meinst du das mit dem krumm? Der ist krumm. Ich hab gehört, der steht für eine 1. Wer hat dir das erzählt? Ja, das wusstest du wohl gerade, ne? Ja, ich meine, In welche Richtung ist er geknickt, das Köpfchen? Das kommt drauf an, wie traurig er ist. Was denn hier rote Haare gemacht? Ach, das war ich selber. Cool, ich kann mich selber erschießen. Jetzt auch da. Irgendwie renne ich da über dagegen, Kübel reinstecken. Darf ich den reinstecken? In den Pflanzenkübel? Ja. Ich schau mir das auch an, wie du das machst. Ja. Wie schaut's denn da aus? Keine Energie. Achso, gut, da kommt man ja. Haben wir ja. Die Geheimgelüste des Max G. Was ist? Ja, du wolltest hier ihm zuschauen, wie er Pflanzen reinsteckt. Deswegen ja.
Das sind die Geheimgelüste des Max G. Ah, das hat er. Okay. Achso, du hast das so hoch hingestellt, na gut, warum nicht? Ja, ich küsse ihn nicht tiefer. Doch, du musst ja Loch haben vorher. Achso, ja, egal. Kommst auch dran. Ja, kann man ja rundherum nur sowas bauen. Wir sind das jetzt 8, oder? Cool. Das ist. Repariert dich. So, bist repariert. Oh, nee. Danke, danke, danke. Pass auf, der ist noch ein bisschen krumm da. Also, ich repariere den auch noch. Wie meinst du das mit dem krumm? Der ist krumm. Ich hab gehört, der steht für eine 1. Wer hat dir das erzählt? Ja, das wüsstest du mal gerne, ne? Ja, ja, ich meine, In welche Richtung ist er geknickt, das Köpfchen? Das kommt drauf an, wie traurig er ist. Was denn hier rote Haare macht? Ach, das war ich selber. Cool, ich kann mich selber erschießen. Wegen mir rennt da über dagegen. Dann drück doch einfach mal ab und wir gucken mal, was passiert. Ja, weißt du, du stehst vor dem Ding und dann drehst du das einmal rum, ne? Und dann siehst du dich selber. Da dachte ich, ey, der sieht ja aus wie ich, ey. Was ist sie da, was für eine jägle Sau, ne? Was ist das für ein Clown? Ach, ich repariere dich. Wie ist das jetzt mit dem Pflanzenkübel? Alles gut? Alles was machst gut? du denn jetzt da, Ronny? Ja, die fällt mir nicht, ich baue es wieder weg. So. Ja, das schwimmt auf dem Wasser, ne? Du hast da. Ja, das ist ultramodern jetzt. Das macht man heutzutage, baut man das so. Ach so. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da drunter was bauen kann. Ich versuch's gerade mal. Aua! Aufs kaputt. Alea, geht's noch? Ey, das kann man kaputt machen. Da ja! Nein! Ja, das ist ein Spiel, da muss man alles testen. Ja, also merk's. Auf die Drohnen darf man nicht schießen, dann gehen die kaputt. Geh nach. Theoretisch kannst du da trotzdem drauf schießen. Das haben wir gelernt. Und was lernen wir daraus? Gebt kleine Kinder keine, Drohnen. Gebt kleinen Kinder keine Drogen. Ja, das möglichst auch nicht. Ja, das möglichst auch nicht. Wie alt ist Gemüse? Was sagst du zu mir? Er sagt jetzt zu mir, ich wäre altes Gemüse. Tja, Dirk, was... mir bleiben gerade die Spucke und die Worte weg. Was? Ja, ein bisschen. Was bist du denn da? Ja, das Tor ist cool. Das sieht doch gut aus. Hey, ich bin da runtergebackt. Altes Gemüse, doch. Echt. Max macht das immer so ein bisschen mit ihm. Was? Altes Gemüse. Altes Gemüse. Das war nicht richtig. Max hat zu mir altes Gemüse gesagt, eben. Fand ich nicht okay. Ich weiß nicht, vielleicht kennt er dich auch schon länger, keine Ahnung. Ich bin doch erst 25. Also, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte von der Lüge. Ich wusste gar nicht, dass du so schlecht lügen kannst. Die Lügen, frag meinen Sohn. Wenn ich meine Tochter fragen würde, die wird wahrscheinlich, also meine Kleine, die wird das wahrscheinlich auch noch behaupten. Jo, Papa, du bist doch noch gar nicht so alt. Meine dann Tochter behauptet das auch. Dann sage ich immer, Carina, ich werde bald sterben. Ach so. Und wieso musst du deine Kinder so belügen? Belüg die nicht. Nee. Wenn du sagst, du bist doch gar nicht so alt. Ja, ich bin erst 25. Achso. Er wird's eigentlich hin. Und ich hatte gerade den. Aber weißt du was, jetzt kannst du das selber machen. So. Ja, kann ich machen. Hab ich ja nichts was zu tun. Komm, du fährst. Ich hab doch gesagt, du sollst. Ach, das sind Fenster. Ich dachte, das wäre ein Fernseher. Bauen. Muss jetzt erstmal gucken, was das alles hier ist. So. Was ist denn das? Ja, dann guck doch mal nach. Das geht nämlich schneller, als du glaubst. Nein, Fenster da war das, S, was noch Fenster vor denen. L. So, jetzt sind sie fertig. Ey, die Tannen sind weg.
Geländer, Geländer groß, Geländer klein. Was baut's denn? Oder? Oh. Das ist ja der Block. Wie kann ich die Maschine hier wieder abbauen? Mit dem Werkzeug. Mit dem Multitool. Da gibt es einen eigenen Punkt, der heißt abbauen. Der obere, glaube ich. Keine. Ist egal, ist gerade despawned. Nicht schlimm, alles gut. Chef, wir brauchen eine neue Kanone. Warum? Weil sie gerade despawned ist. Hä? Wie kann denn die Kanone respawnen? Weil ich den Block da drunter weggebaut habe. Dann musst du aber neu bauen, oder? Der ist ja weg, oder? Ja. Das ist schade. Ich habe keine Ahnung, wo der die Dings dahin gelegt hat, die Treppen. Die Treppen sind unten. Unten neben dem Kühlschrank in der Kiste. Nee. Da oder nicht. Doch. Wieso, wo stand die da drinnen? Die Kerle umlaufen. Aber nur zwei. Ich hab doch fünf gemacht. Ja, du hast vielleicht sind weggekommen. Wie kann das denn passieren? Sehr witzig. Also ehrlich gesagt, ich fand's jetzt tatsächlich gerade witzig, aber... ja, ich auch. Ich hab mir nur die Treppen mit Zinsen zurückgeholt. Nein! Der baut die mit Zinsen, sagt er. Mit Zinsen. Der baut die einfach nicht. Anscheinend haben wir nicht genug Dingens dafür. Ja, ich brauchte eben zwei, habe aber jetzt drei gebaut. Also habe ich eine von euch geschenkt gekriegt. Okay. Zins. Wo kann man das auch machen? Wo soll ich den bauen? Ah, da steht einer. Überall, wo Treppen fehlen, Schatz. Du siehst doch, wo man hochklettern muss. Ja, ich kann das. Ja, da, zwei, guck. Achso, willst du die Mauer nicht mehr gerade machen oder so? Nee, da sollen Treppen hin stattdessen. Das wird dir doch viel zu hoch teilweise, weißt du? Ich hab hier auch einen Aufgang. Ronny, wir haben 32 Minuten. Oh, das ist gut, dass du es erwähnst. Danke. Ja, und damit verabschiede ich mich wieder vom YouTube-Universum. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.